1,21, 1,35, 1,21, zweitschnellste Gesamtzeit. Hier momentan ganz knapp hinter dem Seppi Obermoser. Das wundert mich jetzt ein bisschen, aber ich würde schon bis das erste Training. Die müssen nochmal alle den Rost quasi der langen Nicht-Fahrzeit einmal rauszubekommen. Ganz toll jetzt der NSU-Bergpokal. Er sucht nach einem Luftmassenmesser. Wenn irgendjemand so etwas hat oder besorgt hat, bitte direkt beim Medical Dörfner oder auch bei der Endleitung. Also, jetzt. Rote, rote Ziffernhaut bei den Startnummern, so wie bei Volker Angelberger, der jetzt gerade hier unter den Startbogen rollt, dann ist das damit zusammenhängend, dass wir hier eine Sonderwertung haben. Der Motoren bzw. mit der Ansaugtechnik. TT und wir wissen ja alle, diese Fahrzeuge, Heckmotor, Hinterradantrieb, luftgekühlt, in der Spitzenleistung etwa um die 130 PS. Und wir achten natürlich auch ganz penibel noch zum Beispiel von Martin Kogler oder von Florian Maurer, der jetzt oben angekommen ist, 1,36,25. 1,61, 1,30, 82 reine Sonnleiter, der oben im meine Damen und Herren, hier gerade sehen, sie wurden gebaut. Haben und die Ansaugung nach hinten, also so diese klassische Geschichte beim NSU hinten über dem Motor. Der aus dem Hildesheimer Land kommt, also aus der Nähe von Hannover, da sind es gut und gerne mal so 700-800 Kilometer, die da an der Veranstaltung in Österreich, in Oberösterreich, tolle Zeiten. Florian Maurer hat jetzt 1,35. Die Waage zu bringen, 1,30 ist der maximale Umgang, sind alles zweifelhaft. Das Reglement ist ein bisschen technisch begrenzt, um die moderne Weiterentwicklung in diese Autos einfließen zu lassen, die auch an .23 für ihn, 1,49,66 für den Halesch, Gensdorfer 1,34 für 1,34. Martin Kogler ist oben, 1,47,26. Hof an der Saale, Wagen hat immer gewonnen, hat mit einer Ausnahme in Oschersleben. Dann für den Michael Pauscher 1,33,60 für den Florian Maurer, Martin Kogler, Uwe Schindler, Thomas Christofian, Sie alle sind unterwegs und die Kurse zeigen. Hier los, Daniel Schuster ist schon unterwegs in der 1,4 Liter Klasse der Gruppe E1 HFS, die zusammen gewertet werden. Und hier haben wir ein richtig großes Feld gestern. Und warten auf den nächsten. Also es geht jetzt hier wirklich Schlag auf Schlag. Volker Angelberger wird der nächste sein, der auf die Strecke geht. Und unterwegs sind wir auch von zwei Marschalls. Sie wissen schon, warum sie euch da verbleiben. Also bitte alle Zuseherinnen und Zuseher rauf aus der Zone. Der Lokalmatador kommt, Daniel Schuster aus. Heute leider.